Herr Schmidt, Sie sind ein sehr bekannter systemischer Psychotherapeut, Ausbilder, Coach und sind jetzt eingeladen zu unserer Empathiekonferenz, Thema Selbstheilung. Fühlen Sie sich wohl mit dem Thema Selbstheilung, weil als Systemiker betrachtet man ja eher alles auch aus den Zusammenhängen heraus, nicht nur vielleicht von einem selbst. Vielleicht wären Sie mit dem Begriff Systemheilung mehr einverstanden oder was halten Sie von dem Begriff Selbstheilung? Nein, ganz im Gegenteil. Also erstmal müsste ich dazu sagen, ich bin natürlich Systemiker, aber vor allen Dingen Hypnosystemiker auch, oder man könnte auch sagen Neurosystemiker, weil die systemische Arbeit, wie Sie mit Recht sagen, hat sich zunächst immer mehr mit den interaktionellen Wechselwirkungen in sozialen Systemen beschäftigt, die aber natürlich intensive Auswirkungen haben auf das individuelle Erleben, die individuelle Befindlichkeit. Über die modernen Hirnforschungsergebnisse zeigt sich aber ganz klar, Stichwort sogenannte Autopoiese, dass die Interaktionssysteme, die Umwelten sozusagen von Individuum enorm wichtig sind, muss man unbedingt berücksichtigen. Aber letztlich Erleben immer von innen heraus autonom erzeugt wird und deswegen der Blick auf das Innenleben, auf die inneren Systeme ungeheuer wichtig ist. Und insbesondere dann in meiner Arbeit, in dieser hypnosystemischen Arbeit, also insbesondere das Wechselwirkungsgeflecht, die Dynamik zwischen innerer Welt, den ganzen inneren Abläufen, wie die nach außen wirken, wie das Äußere wieder nach innen wirkt, das ist die zentrale Betrachtungsebene. Und von dort aus bin ich mit diesem Begriff der Selbstheilung außerordentlich zufrieden oder fühle mich wohl, weil letztlich ist es etwas, was auf die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten der Menschen hinweist. Mhm. Und wenn man nur einen systemischen Blick auf die Interaktionssysteme nehmen würde, dann würde schnell auch so etwas wie ein Ohnmachtserleben, ein Abhängigkeitserleben rauskommen, im Sinne, naja, wenn das System sich ändern würde, dann wäre es gut, aber ich kann es ja nicht ändern, also bin ich ohnmächtig. Und das stimmt überhaupt nicht. Und deswegen ist dieser Begriff der Selbstheilung so wichtig, allerdings immer mit dem Blick auf das größere System. Der Mediziner Tobias Esch, der eröffnet hat, gebraucht manchmal das Bild eines inneren Arztes. Also unsere Selbstheilungskräfte sind eine Art innerer Arzt in uns. Würden Sie auch sagen, wir haben eine Art inneren Therapeuten in uns, mit dem man systemisch oder in der Therapie arbeiten kann? Unbedingt, aber wir haben noch viel mehr in uns. Aus einer hypnosystemischen Sicht, die ich halt vertrete, könnten wir uns beschreiben als multiple Persönlichkeiten. Also in dem Sinne, dass wir ganz viele, man könnte sogar sagen tausende von Erlebnismöglichkeiten, eben auch solche mit Unterstützung, mit Heilungskraft, mit Ermutigung, mit allen möglichen hilfreichen Prozessen in uns tragen, weil, wie man das aus der Gedächtnisforschung kennt, jede Episode, die emotional mal geladen war in unserem Erleben, in uns als potenzielles Erleben gespeichert ist. Und dann kommt es ganz darauf an, worauf wir die Aufmerksamkeit ausrichten. Wir haben einen inneren Arzt, könnte man sagen, in uns. Das nützt uns aber nichts, wenn wir ihn nicht aktiv machen. Und den können wir durch spezifische Prozesse der Aufmerksamkeitsgestaltung, des Umgangs mit sich selbst auch, aktiv werden lassen. Jetzt bleibt aber in Ihrer Arbeit trotz allem der Blick auf die Gesellschaft bestehen. Wo würden Sie denn sagen, ist in unserer heutigen Gesellschaft, wo sind Verhinderungsgründe, die Zugänge zu diesem inneren Arzt verhindern oder den Umgang mit unserem inneren Potenzial eher schwächen, dämpfen? Ja, das ist eine wichtige Frage, die sind leider ungeheuer vielfältig, diese behindernden Elemente. Ich will jetzt ja gar keine Absicht unterstellen, aber in der Wirkung kann man ganz klar sagen, dass enorm viele gesellschaftliche Entwicklungen bei uns, angefangen von der Art, wie alle möglichen Reize auf uns einfluten, aus der Werbung, aus allen möglichen Sachen, in der Leistungsgesellschaft, die Botschaften von der Erziehung her schon, du bist nur gut, wenn du das und das erfüllst und wenn du das nicht, dann bist du zu wertlos oder sowas. Aber auch die ganze Werbung und alles, was uns auf einflutet, die suggeriert praktisch den Leuten ständig, so wie du gerade bist, bist du noch nicht in Ordnung. Du müsstest noch das und das und das und erst dann könntest du womöglich ein erfülltes Erleben haben. Damit kommt ein Blick eher zustande oft bei vielen Menschen, der praktisch sie aus dem Kontakt mit sich selber und ihrer eigentlichen stimmigen Befindlichkeit und ihren Bedürfnissen bringt. Da werden Fremdbedürfnisse aufoktroyiert. Man ist aber nicht ein ohnmächtiges Opfer, man ist nur stark eingeladen. Aber die Einladungen sind halt ungeheuer vielfältig und da braucht man umso mehr Kompetenzen der Selbststeuerung, damit man sich auch dagegen abgrenzen kann und immer wieder so eine Art inneres Steuerungsinstrument aufbauen kann. Das kann man machen, aber das wird leider
nicht vermittelt oft so. Deswegen habe ich im Moment, bin ich gerade dabei, so Projekte zu entwickeln, wo man dann auch mit Videoclips und so das richtig gehen sogar in die Schulen bringen kann, dass die Leute schon in den Schulen lernen können, so und so kann ich mich selbst steuern, kann ich das und das auch an Reizen für mich so verarbeiten, dass es mich immer wieder gut ins Lot bringt. Es wird so vieles gelernt und genau das wird nicht vermittelt, das ist so schade. Ja, an Schulen wird ja einiges nicht vermittelt hinsichtlich Lebensführung. Aber jetzt soll das natürlich nicht heißen, Selbststeuerung als eine neue Leistung in dem Sinne, dass man jetzt auch noch sich selbst steuern muss und dass man, man ist jetzt dann die eigene Ich-AG hinsichtlich der Gesundheit. Also das soll es nicht heißen als zusätzliche Belastung. Vielen Dank für diesen Hinweis. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Weil die Gefahr ist, wenn ich das so sage und man das nicht sofort wieder balanciert, dass man heißen könnte, das liegt ja alles nur an dir. So. Schuldfrage auch. Schuldfrage und so weiter. Und genau so ist es nicht gemeint. Es ist eine enorm schwierige Art. Es ist so, wie wenn man auf dem Ozean surft oder und ständig Windböen in unterschiedlichste Richtungen hat. Aber man kann versuchen, immer mit einem Aspekt der Demut und der Endlichkeit, das finde ich wichtig dabei, bestmöglichstes zu tun, um sich wieder so ins Lot zu bringen. Es ist aber ungeheuer schwierig deswegen auch, weil wenn man aus dem Lot gerät, das ja nicht eine Unfähigkeit ist, sondern eigentlich wieder aus einer systemischen Sicht als eine Anpassungsleistung verstanden werden kann, weil man ja sonst sich abkoppelt vom größeren System vielleicht oder jedenfalls die Angst da ist. Insofern ist es wichtig, dass man da viel weiß, wie man das wieder machen kann, aber auch sehr viel Liebe und Verständnis dafür hat, wenn man mal wieder aus der Spur gerät. Das gehört zu dieser Selbstloyalität, sonst kommt man gleich wieder in perfektionistischen Anspruchshaltung, die dann wieder genau dahin führt, das heißt, naja gut, es liegt ja dann nur an dir und das macht die Leute nur noch mürber. Aber der Anspruch, also auch einer hypnosystemischen Therapie besteht ja noch, dass man sagt, man will auch durch die Veränderung beim Einzelnen ja auch auf Dinge in der Gesellschaft aufmerksam machen und vielleicht durch Bringen von neuen Informationen ins System auch das System ein bisschen beeinflussen, dass es sich ändert oder zumindest kleine Subsysteme bildet, die sich ändern. Also der Anspruch bleibt ja bestehen, oder? Unbedingt, sonst würde mir meine Arbeit keinen Sinn machen. Das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich schon vor über 20 Jahren dann Organisationskonzepte entwickelt habe, weil die Organisation, die Lebensbedingungen in den Organisationen für die Menschen ein ungeheuer wichtiger Umweltbereich sind. Und wir haben zum Beispiel an der Systelius-Klinik, die hier in der Nähe von Heidelberg arbeitet, die gesamte Klinikorganisation so aufgebaut, dass die einen Rahmen bilden sollte mit viel Selbstorganisation, sehr starker Ermutigung und Würdigung der Eigeninitiative der Leute, total flacher Hierarchie und so weiter, damit alle diese Prinzipien, die wir kennen für was den inneren Arzt zum Beispiel aktiviert, was Wertschätzung, Selbstwürdigung, Kraft, Ermutigung, alles bringt, Kompetenzaktivierung, dass das auch von den Rahmenbedingungen der Organisation aufgebaut wird. Und das ist uns, glaube ich, in der Zwischenzeit, das ist immer Work in Progress, aber es ist ganz gut gelungen schon. Und noch zum Abschluss, wie kann man Selbststeuerung dann in so einem Alltag verstehen? Also wo würden Sie sagen, sind Momente in einem Arbeitstag oder einem Alltag, wo man vielleicht ein bisschen Empathie sich selbst gegenüber aufbringen muss, um zu sagen, Moment, jetzt ist ein Moment der Selbststeuerung da, jetzt sollte man mal reflektieren oder so. Was wäre so ein beispielhafter Moment? Also in jedem Fall brauchen Sie eine beobachtende Instanz in sich. Das ist übrigens auch was, was heute in diesen modernen Formen der sogenannten Achtsamkeitskonzepte auch wiederkommt, was aber eigentlich uralt ist, schon in der Vipassana-Meditation und so weiter. Aber die Prinzipien sind wichtig. Sie brauchen eine Selbststeuerungsinstanz sozusagen, mit der Sie immer wieder auch sozusagen wie so in einen inneren Dialog, in eine Kooperation mit dem eigenen Körper Rückmeldungen gehen. Das heißt aber, dass man diese Körperrückmeldungen auch achtungsvoll beachten sollte. Und dann könnte man zum Beispiel immer wieder so in die Richtung schon, wie bewege ich mich gerade, wie atme ich, wie sind meine ganzen Körperkoordinationen, weil Erleben ist immer so ein Netzwerk, wo auch zum Beispiel nicht nur Gedanken, Gefühle, sondern auch Körperreaktionen, Atmung, Mimik, Gestik zusammen wie ein Netzwerk sind. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel merken, da sind wieder tausend Sachen auf Sie eingeflutet, das geht ja viel schneller, als man es bewusst merkt. Wir haben eben unwillkürliches, unbewusstes Reagieren und das ist viel dominanter im Erleben als das Bewusste. Aber wenn ich dann merke, oh, die Reize haben mich schon wieder eingeladen, sozusagen eine verspannende Haltung, ungünstige Atmung oder sowas aufzunehmen, die dann wieder mit entsprechenden Kognitionen auch einhergeht, dann kann ich zum Beispiel schon als erste einfache Sache
in eine andere Art des Dialogs mit mir gehen. Nicht abwertend, nicht antreibend, sondern zum Beispiel, oh Mensch, geht das wieder so und so weiter. Empathisch eben. Und dann aber sofort auch mit der Körperkoordination, die kann man immer willentlich aufrichten. Zum Beispiel sich wieder zu erinnern, hey, in welcher Art, wie würde meine Körperkoordination sein, wenn ich gerade wieder in einem Raum wäre mit etwas Raum, Freiraum, Beweglichkeit und so weiter. Weil das nicht nur dann diese Körpersachen bahnt, die sind dann wie so als starke Attraktoren, die dann das gesamte Erlebnisnetzwerk bahnen, welches damit verbunden ist. Also wenn ich dann so mache, mache ich nicht nur so, ich aktiviere andere Gedanken, andere Erinnerungen, andere Zukunftsvisionen, andere Gefühle und so weiter. Und das kann man immer wieder machen, auch ganz unauffällig so in der Art. Man jetzt muss im Moment. Zum Beispiel, im Moment. Und dann meint man, man ist noch der Gleiche. Aber eigentlich ist man, wenn man genauer guckt, bis hin zu Hormonregulation, Immunsystem, Epigenetik und so, ist man eigentlich jemand anderer, weil man andere Netzwerke aktiviert. Und da kann man sonst strotzen vor Kompetenzen. Man hat keinen Zugang. So schafft man sich denn wieder und so kann man sich so durch den Tag navigieren. Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Danke. So. Okay.